Und wenn nicht, nehmen wir einfach deinen Ton. Ja. Ladies only, Mitte August. Eumel hatte sich beschwert, dass es noch keine so wirklich aktuellen Videos gibt von dem Umbau jetzt unten. Wir fahren allerdings nur bis zur Jumpline, weil danach ist leider Forst betrieben worden und da kommt man, soweit ich weiß, nicht mehr durch. Direkt am Anfang kommt hier so ein kleiner Table. Muss man ein bisschen gucken, weil der ist relativ kurz und geht ganz gut. Den Speed kann man dann aber eigentlich so mitnehmen. Großartig bremsen braucht man nicht für die beiden Double. Und den ersten hat einfach laufen lassen für den zweiten. Ein bisschen überschießen. Jetzt kommt ein echt schönes Feature. Viel Airtime, wenig Höhe. Abbremsen. Auf jeden Fall sehr enge Anlieger. Jetzt kommt ein Steinfeld. Durch das ich noch keinen so einen richtigen Line gefunden habe. Nochmal ein sehr enger Anlieger. Jetzt kommt der Teil, den die meisten wahrscheinlich schon kennen. Die Jumpline unten. Und jetzt den ein bisschen wegdrücken. Ein bisschen langsamer fahren, weil Kieren den etwas weniger schnell springt als ich. Zack, echt schöner Berm. Manche beklagen sich da ein bisschen, aber ich finde den eigentlich ziemlich geil. Das ist jetzt Speed. Hier wieder ein bisschen abbremsen. Oh, und der war auch zu weit. Und hier ist gerade leider kaputt. Yeah. Sehr schön. Ja, und das ist gerade Stand August. Sehr schöne Line, echt Respekt an die Deister-Freunde. Sehr, sehr schön gebaut alles.